Bei der Vorbereitung des Themas fiel mir auf, sprachliche Bildung digital, dass ich als junger Assistent in Münster Anfang der 90er Jahre mit einem Schulleiter einer Grundschule zusammengearbeitet habe, um digitale Medien auch in den Unterricht zu bringen. Und er sagte, wir müssen jetzt damit anfangen, bevor die großen Verlage das Thema besetzen. Wir müssen jetzt die richtigen Fragen stellen, Frau Aulep, wie Sie das gerade gesagt haben. Und dann zeigte er mir in seinem Direktorenzimmer eine Abmahnung der Bezirksregierung seinerzeit, auf dem ihm ausdrücklich untersagt wurde, und Frau Blasberg-Bense, Sie werden das mit Vergnügen vielleicht hören, wo ihm ausdrücklich untersagt wurde, dass er im Regelunterricht der Grundschule digitale Medien einsetzen darf. Die durfte er nur in der Förderung, in der außerunterrichtlichen Förderung einsetzen. Das waren die Zeiten Anfang der 90er Jahre. Und ich komme damit aber auch dann zu meinem Thema. Die Ausgangslage kann man so darstellen, dass die Digitalisierung in der Tat massive Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat, mit der wir es zu tun haben. Ich will nur einige Stichworte nennen. Die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Das hat unter anderem bei PISA dazu geführt, dass auch die Erhebungsmethoden und auch die Items, die dort abgefragt werden, zum Lesen verändert wurden, weil heutzutage das Smartphone das zentrale Leitmedium ist für Kinder und Jugendliche und über das Smartphone eigentlich fast überall, auch weltweit, ein Zugang zum Internet besteht. Daraus ergeben sich aber auch veränderte Anforderungen in Beruf und Gesellschaft. Da ist das Stichwort Computational Thinking. Die Anforderungen an die Lese-, aber auch an die Schreibkompetenz haben sich erhöht. Gleichzeitig zeichnet sich unser Land immer noch durch eine unzureichende digitale Infrastruktur im Bildungsbereich aus. Das haben wir ganz konkret gesehen bei den Schulschließungen bei Corona, wie schwierig es war, da wirklich auf digital gestützten Distanzunterricht umzustellen. Aber wir merken es auch tagtäglich. Wir machen gerade eine empirische Studie, die das BMBF, das ja auch hier anwesend ist, unterstützt mit iPads. Und bei der Datenerhebung stellte sich raus, dass wenn eine ganze Schulklasse einen Test am iPad ausführte, das WLAN zusammenbricht und es nur dadurch aufgefangen werden konnte, dass unsere Hilfskräfte und Mitarbeiterinnen ihre persönlichen Smartphones noch als zusätzliche Hotspots zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, da ist in der Tat eine ganze Menge noch zu tun. Und wir können aber auch feststellen, und das zeigt die ICLS-Studie, die Kollegin Eichelmann und andere 2019 publiziert haben, dass die digitalisierungsbezogenen Kompetenzen bei Schülerinnen und Lehrkräften nach wie vor deutliche Lücken aufweisen. Wir stellen hier das Gleiche fest wie bei PISA. Wir haben eine große soziale Disparität, das heißt Kinder aus ökonomisch benachteiligten Familien leiden hier deutlich schlechter ab als alle anderen. Aber auch im internationalen Vergleich stehen wir deutlich schlechter da, was diese Fähigkeiten angeht. Ich möchte jetzt ein paar Thesen formulieren, die wir vielleicht im Laufe der Tagung diskutieren können. Und nachdem ich mich mit dem Thema jetzt nochmal ganz aktuell in den letzten Tagen beschäftigt habe, glaube ich auch, dass es an der einen oder anderen Stelle andere Positionen gibt. Ich bin mir also durchaus bewusst, dass das auch kontrovers diskutiert werden kann. Die erste These, die ich aufstelle, dass Lesen und Schreiben in digitalen Umgebungen keine qualitativ neuen Kompetenzen erfordern. Die Kernprozesse des Lesens und Schreibens sind, was die Anforderungen angeht, unabhängig vom Medium zunächst mal weitgehend identisch. Das kann man diskutieren. Allerdings erfordert das Lesen und Schreiben in digitalen Umgebungen erweiterte Kompetenzen, etwa die Herstellung von Kohärenz, das Finden des roten Fadens, ist in einem Buch, wo dieser sehr explizit durch den Autor oder die Autorin angelegt hat, etwas anderes, als wenn ich Blogbeiträge lese, die von vielen Autorinnen und Autoren geschrieben sind. Da den roten Faden zu finden und nicht sich im Netz in der Vielfalt zu verlieren, ist etwas anderes. Wenn ich ein Buch kaufe, wenn ich eine Zeitung kaufe,
dann ist die qualitätsgesichert, da hat es eine Redaktionskonferenz gegeben. Es gilt nicht für alle Medien. Es gibt große Zeitungen mit großen Buchstaben, da findet das vielleicht nicht unbedingt statt. Aber in der Regel sind diese Medien qualitätsgesichert. Das heißt, ich kann mich ein ganzes Stück weit darauf verlassen, dass das, was da steht, nach bestem Wissen und Gewissen aufgeschrieben ist. Das kann ich bei den vielen Texten, die im Netz auftauchen, gar nicht mehr tun. Stichwort Fake News. Auch da haben Sie gerade schon darauf hingewiesen, wir brauchen da eine viel größere kritische Kompetenz, um auch die Glaubwürdigkeit von Quellen zu verstehen. Und die multimodalen Texte, also das Zusammenführen von Schrift, von Bild, von Ton, von bewegten Bildern, auch das erfordert neue Kompetenzen, diese Dinge zusammenzuführen und die Informationen, die darin enthalten sind, aufzunehmen, zu verarbeiten. Die dritte These, die sich daraus ergibt, ist, dass sich daraus eine Anpassung auch der Lernziele ergibt. Also die Bildungsstandards werden ja gerade unter Leitung des IQB in Berlin überarbeitet. Auch da wird sich das niederschlagen, dass die Digitalisierung der Gesellschaft auch hier neue Bildungsstandards erforderlich macht. Wir brauchen aber auch neue Lehr-Lern-Methoden. Wir hatten gerade heute unsere beiden Fachgruppen in BIS, die haben schon vor der Tagung 2 Stunden getagt. Und wir haben uns da mit der Frage befasst, welche Lese-Apps kann man eigentlich empfehlen? Ja, es schießen ganz viele Apps aus dem Boden und wie will man da eigentlich die Übersicht bekommen? Also die konsequente Nutzung digitaler Tools ist eine Frage, die zu klären ist, aber wie, welche Tools, in welchen Umgebungen? Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten der sprachlichen Bildung. Die digitalen Tools können zum Beispiel die Diagnostik unterstützen, etwa im Sinne einer Lernverlaufsdiagnostik. Die ist, wenn man sie analog machen will, ausgesprochen aufwendig. Aber wenn Kinder und Jugendliche regelmäßig Texte schreiben, Texte lesen, Fragen beantworten, vielleicht auch sprechen demnächst, vielleicht kriegen wir da von dir was leicht zu hören, Detmar, dann kann so ein System den Lernverlauf diagnostizieren und der Lehrerin oder dem Schüler zurückmelden, wo er steht, wo sie steht, an welchen Stellen gewissermaßen besonderer Lernbedarf besteht. Sie schaffen aber auch neue Möglichkeiten, etwa im Distanzunterricht, da will ich jetzt nicht zu sagen, da ist schon drüber gesprochen worden. Sie helfen aber auch im Fachunterricht, zum Beispiel beim Verstehen von Textaufgaben in der Mathematik. Auch dazu wird es morgen einen Workshop geben. Sie helfen aber auch bei der Förderung der Schreibkompetenz. Ja, so ein Computer ist der Flatterhaftigkeit unserer Gedanken beim Schreiben viel besser zugänglich als dieses Papier. Ich habe meine Dissertation noch mit Bleistift und Radiergummi und Schere und Kleber gemacht, weil das Hin- und Herkopieren ging nicht anders. Blended Learning-Angebote in der Fortbildung ist einer der großen Schwerpunkte von BIS und BIS-Transfer. Auch hier bieten die digitalen Medien erhebliche Potenziale, um die Fortbildung zu unterstützen. Aber eine wichtige Frage, die wir heute auch diskutiert haben und die wir insgesamt auch beantworten müssen, nur weil etwas digital ist, ist es nicht automatisch schon gut. Ja? Wie können wir das also Qualität sichern? Und bei vielen Dingen hat man doch sehr schnell den Eindruck, dass dort mehr auf Effekte gesetzt wird als auf geprüfte Inhalte. Ich will einige Blitzlichter geben, um zu zeigen, um was es inhaltlich gehen kann. Tools wie Quop oder Zito. Zito wird ja hier in Bremen seit langem, ich glaube, es ist immer noch der Fall, genutzt, um den Sprachstand der 4-Jährigen zu testen. Und diese Testmöglichkeiten beziehen sich aber in der Regel auf die Hierarchie niedrigen Fertigkeiten. Automatisierte Rückmeldungen zu Schülertexten beispielsweise und Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer verbringen sehr viel Zeit damit,
Texte von Schülerinnen und Schülern zu korrigieren. Das wäre hilfreich, wenn Sie das automatisch bekämen, denn dann müssten Sie nicht eine Woche oder länger warten, bis Sie die Rückmeldung bekommen, sondern würden den Text schreiben und bekämen direkt eine erste Rückmeldung, was gut und was schlecht ist. Die digitalen Tools zur Leseförderung habe ich gerade schon genannt. Allerdings liegen hier praktisch noch kaum empirische Studien über deren Wirksamkeit vor. Aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht wissen wir, dass sich der Einsatz digitaler Tools nur dann positiv auf die Lernleistung auswirkt, wenn er durch die Lehrkraft unterstützt wird. Wenn man die Kinder und Jugendlichen alleine damit lässt, tut sich gar nichts. Die digitalen Tools zum Schreiben bringen Möglichkeiten, von denen ich glaube, dass sie in der Schule kaum genutzt werden. Das sind die Speech-to-Text-Programme, die Vorlesefunktion, digitale Wörterbücher oder auch die Rechtschreibhilfe, deren Nutzung und Wirkung, auch darüber wissen wir empirisch wenig. Es gibt jetzt aus der Fachgruppe Neuzuwanderung einen Dokumentationsbogen, der die entsprechenden Tools für Schülerinnen und Schüler, die neu zugewandert sind, erfassen soll. Ich möchte Ihnen zwei andere Beispiele hier noch nennen. Einmal den Einsatz der Kollegin Anskeit, die, das sehen Sie auf dem linken Bild, mit Wikis in der Grundschule gearbeitet hat, wo Kinder so eine Puppenstube, die mit Playmobil ausgestattet war, die an andere Kinder beschreiben sollten, die das nicht hatten, und die sollten das an anderem Ort nachbauen. Und das lief über Wikis. Da gab es gar keine spezielle App. Und was sich gezeigt hat, dass Kinder ihre Schreibkompetenz deutlich verbessern konnten, wenn sie über Wikis Rückmeldung bekommen haben und gesehen haben, naja, ich habe ein Zimmer hier aufgebaut und das Kind in der Parallel- oder in der Nachbarklasse hat meine Beschreibung völlig anders umgesetzt, da muss ich was anders machen. Das finde ich eine tolle Kombination von analogen und digitalen Lernumgebungen. Und die Kollegen Beiswenger und Team haben in Essen ein Spiel entwickelt, Otto und Graf, wo in einer fiktiven Firma Schüler orthografische Überarbeitung von Texten anbieten und auf diese Weise sich Orthographie aneignen. Mein Fazit, ich hoffe, ich bin in den 15 Minuten. Was wir brauchen, ist eine systematische Entwicklung, Erprobung und empirische Erforschung digitaler Tools und Lernumgebungen, denn die steht noch am Anfang. Das gilt aber auch für diese digitalen Tools gilt, und das ist eine These, von der ich nicht weiß, ob sie von allen geteilt wird, auch diese digitalen Tools haben dem Primat des didaktisch-pädagogischen zu folgen. Erst wenn ich weiß, was ich damit erreichen will, kann ich ein Werkzeug einsetzen. Und nicht nur, weil ich ein Werkzeug habe. Das machen manche Männer, wenn sie ein neues Werkzeug aus dem Baumarkt mitbekommen haben, dann probieren sie es überall erstmal aus. Aber es ist eigentlich kein Selbstzweck. Und dafür bedürfen wir einer zureichenden und vernetzten Infrastruktur sowohl in der schulischen Praxis, in der Administration, Fortbildung und auch Forschung. Und ich glaube, BIS und BIS-Transfer sind ein gutes Beispiel dafür, wie man diese Akteure zusammenbringen kann und wirklich zum fruchtbaren Austausch zu bringen. Wir haben viel erreicht in den letzten 8 Jahren und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel mehr erreichen. Und ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und Vorträge heute und auch auf die Workshops morgen.